Lieben, das ist schon mal Paartherapeut-Coach, Psychologe, mein hervorragendes Programm, was schon viele, viele tausend Menschen absolviert haben. Findest du auf liebeschipp.de. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen willst, dann schreib uns einfach. Ansonsten sind immer die Hauptkurse ein guter Start. Also ich habe so Module 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kann man sich einfach so durcharbeiten, wenn man sein Beuteschema verändern will, Liebeskummer, Bindungsangst, Verlustangst angehen will. Genau. Und wir haben heute eine Frage zum Thema, was so passiert, wenn man so in seinem Leben aufräumt und seine Standards mal wirklich durchsetzt an allen Punkten. Und was nicht immer nur so einfache Situationen mit sich bringen, sage ich mal. Ne? Wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du über ein Formular auf liebeschipp.de machen. Ja, eine Frage von Natevka. Und sie schreibt: Hallo lieber Christian, ich verfolge deinen Kanal schon sehr lange, mittlerweile gute 5 Jahre. Wie lange gibt es denn eigentlich schon? 7 Jahre, glaube ich, ne? Wahnsinn. Lass mir auch gerne ein Abo da übrigens. Ich sage das immer viel zu wenig. Oder auch ein Thanks hier oder Kanalmitgliedschaft, wenn ihr mich unterstützen wollt. Freut mich sehr. Ich bin auf den Kanal gestoßen, als ich mich aus meiner hochtoxischen Beziehung löste. Damals noch nichts ahnend, was für einen Weg vor mir liegen würde. Damals noch völlig unbewusst in meiner passiven Co-Abhängigkeit gefangen, mit einem sehr manipulativen, körperlich gewalttätigen Ehemann, fing ich langsam an aufzumucken. Dann befand ich mich erstmal sehr lange in verschiedenen Narzissmus-Channels, Büchern etc. wieder und fand auch da einen YouTube-Kanal. Ja, sollte man immer gucken, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Aber gut, die Welt ist groß. Ich baute mir zur Endphase der Beziehung meinen Freundeskreis wieder auf. Zu dem Zeitpunkt war ich völlig isoliert. Also reaktivierte ich alte Freundschaften, ging wieder raus, lernte neue Leute kennen und einen neuen Mann. Achtung, warmer Wechselalarm. Falsch, wie ich heute weiß, jedoch gab es mir Kraft, mich final aus dieser Ehe zu lösen. Naja, ich muss wirklich sagen, wenn man in so einer ganz schlimmen Ehe steckt und der sich da völlig verfangen hat, dann ist oberstes Ziel, dass man da rauskommt, ne? Und das sind auch so, wo ich so ein bisschen lockerer bin und auch sagen würde, mein Gott, wenn man unbedingt einen warmen Wechsel braucht, um sich aus so einer ganz missbräuchlichen Situation zu befreien. Also warmer Wechsel muss jetzt ja nicht heißen, dass man das nicht sagt. Also wenn man sozusagen da so einen jemand braucht, um da einen Absprung zu kriegen, ja, sei es drum, ne? Dieser neue Mann in meinem Leben war so ganz anders als mein Ex. Liebevoll, rücksichtsvoll, achtete meine Grenzen, aber ich musste ihn quasi zum Daten schleifen. Ich habe ihn auch zuerst geküsst. Facepalm. Oh. Ja. Süß. Außerdem gab es von Anfang an Probleme beim Indoor Olympics. Es gipfelte dann nach etwa 5 Monaten darin, dass ich circa 200 Fotos auf seinem Handy fand von Frauen aus dem Freundeskreis. Das interessiert uns natürlich, was für Fotos und warum. Und ja, ich hatte geschnüffelt, war doch da dieses Bauchgefühl. Ja, gut, dass man jetzt direkt nach so einer schlimmen Beziehung in eine gute Beziehung kommt und das auch aushalten kann und das auch wertschätzen kann und auch wirklich jemand ist, der wirklich anders ist als der vorher, so wie man sich das wünscht. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber von daher, ja, ist wie es ist. Heute weiß ich eine Menge Red Flags und vor allen Dingen mangelnde Polarität. Ich sah auch über all das hinweg, war schließlich alles andere als schön. Nee, ich sah aber alles hinweg, war ja schließlich alles andere so schön. Okay. Ja, wenn die Polarität nicht da war und Bettsport nicht gut war und er nicht loyal war, fragen wir uns natürlich jetzt, was so schön war, aber gut. Nach und nach machte ich deine Kurse, fing an zu meditieren, arbeitete auch mit Stefanie Stahls Ansatz und betreute mein inneres Kind. Ich baute eine Menge Ego ab. Diese Phase war geprägt von vielen Aha-Momenten und Einsichten. Nicht zuletzt der, dass auch ich zu allem, was mir passiert ist, einen Beitrag hatte. Auch und vor allem fing es auf einmal an, dass ich Bullshit, also Grenzüberschreitung, immer schlechter ertragen konnte. So kam ich in die nächste Phase. Hier hast du auch die Videos toxische Eltern
1 und 2 für mich gemacht. Ich rutschte immer mehr aus meiner weiblichen Polarität und war schließlich absolut in der männlichen und kümmerte mich um meinen Freund wie um mein drittes Kind. Relativ plötzlich ließ dann sämtliche Anziehung zu ihm nach. Ja, du kannst, man kann diesen Polaritätssachen einfach nicht entkommen. Also du bist ja auch offen für. Aber auch wenn man nicht offen für ist, man kann ihn nicht entkommen. Ja. So. Gut, so, ich habe auch versucht, ihn mitzunehmen auf meinem Weg, aber er war wohl noch nicht so weit. Natürlich wollte ich mir das alles erstmal nicht eingestehen und schleppte die Beziehung so weiter dahin. In der Zeit hörte ich auch auf, deine Videos zu schauen, Kurse zu machen oder zu meditieren, bis ich eines Tages feststellte, dass ich diese super co-abhängig im Laufe dieser Beziehung und der chronisch mangelnden Polarität in den Minuspol gerutscht war. Ja, deswegen gibt es auf meinem Liebeschip-Weg ja auch Bindungsangstkurse oder auch auch für so Hardcore, wirklich die unangenehmen eigenen, vielleicht manchmal Täteranteile, die man auch hat, sind die Module 4 und vor allem dann auch 6 und 9. Und ich habe ja auch noch diesen Kurs Liebeschip Pro, da wird das auch thematisiert. Gut. Ich musste mir eingestehen, dass ich zunehmend illoyal wurde. Ja, das ist doch spannend, wie man dabei sieht, dass man auch die Rollen wechseln kann. Und auch ungerecht. Er merkte wohl, wie ich mich entfernte und wurde immer mehr needy, während mich das nur noch abtörnte. Schließlich beendete ich die Beziehung vor einem halben Jahr, weil ich wusste, dass zumindest das Polaritätsthema bleiben würde und meine verletzenden Standards wie der mangelnde Sex und die gefundenen Fotos zu Dealbreaker geworden waren. Also ging ich weiter, setzte meine Standards auch nach dem Ende der Beziehung, denn diese wurden auch nach Monaten nicht akzeptiert oder umgesetzt. Jetzt befinde ich mich in einer sehr spannenden Phase, wo auf magische Weise alle Menschen aus meinem Leben krachen. Alte Freunde, nach meinem Vater nun auch mein Bruder, auf der Arbeit muss ich mich stark gegen meine Kollegin abgrenzen, mit meinen Vermietern etc. Ja, das ist wirklich eine scheiß Phase, wo man lange drinstecken kann, aber was heißt Scheiß? Also es ist wirklich ein Aufräumen eines vielleicht co-abhängigen Lebens und das dauert Zeit und das kann wirklich Jahre gehen. Also nicht, dass man nicht deswegen schon wieder glücklich sein könnte, ne, das ist ja klar, aber man kann, das kann wirklich, also du musst dir vorstellen, du räumst dein ganzes Leben auf und mit Vater und Bruder kann sich das ja auch mit Familie, manchmal findet man auch wieder einen Zugang und aber die müssen sich erstmal alle dran gewöhnen, ne? Dass du nicht mehr, dass man sich nicht mehr so über den Tisch ziehen kann. Und ja, aber Spaß machen tut das nicht, weiß ich. Es kommen zwar neue Leute in mein Leben, aber es stellt sich immer wieder schnell heraus, dass diese A, super egozentrisch manipulativ oder B, super co-abhängig sind. Ja, willkommen im Leben. Und ganz ehrlich, ob du die jetzt anziehst oder ob du sagst, es gibt einfach so viele Menschen, ja, es kommt beides aufs Gleiche raus. Also ich erzähle immer wieder gern, dass in der SLAA-Community, Sex and Love Addicts Anonymous, dass immer von unsicheren Menschen gesprochen wird. Das sind eigentlich Menschen, die nicht an ihren Mustern gearbeitet haben oder ja, oder anderweitig gefeit davor sind. Und auch da hat man immer gesagt, im Grunde genommen sind die meisten Menschen sind unsicher. Das ist jetzt auch keine Wertung, ne, wie dieser Begriff ja auch schon sagt. Aber ja, der Weg zum Gipfel ist nicht überlaufen. Und wenn du selber an deinen Mustern hart gearbeitet hast, was du scheinbar hast, ja, und dann feststellst, dass die meisten Menschen, dass allermeisten Menschen es nicht machen, das kann ein sehr frustrierender Moment sein. Da kann man auch das Gefühl haben, man ist irgendwie ausgeschlossen, man ist irgendwie auf einer ganz anderen Party plötzlich, wo keine Leute sind und aber zurück kann man auch nicht mehr so richtig und das ist schon echt unangenehm. Also sage ich dem Universum, nein, danke, bitte was Neues, nur um das Gleiche in einer neuen Verpackung zu bekommen. Naja, also wenn du oft genug das abgelehnt hast, dann schickt das Universum dir auch wirklich andere Menschen. Aber dieses Gefühl, dass man ja nicht mehr so mitschwimmt bei den anderen, das bleibt wahrscheinlich, ne?
Und nochmal, meine Toleranz demgegenüber schwindet immer weiter, so habe ich angefangen, mich von Bullshit abzuwenden. Ich habe dann direkt bei der Erscheinung dein neues Buch gelesen und stellte an der entsprechenden Stelle fest, ich definiere da ja so Phasen des Bewusstseinsweges, das sind auch eigentlich die Phasen des Liebeship-Weges und definierte, dass ich in der eine Phase heißt die Wüste, dass ich in der Wüste bin. Ich habe sogar schon versucht umzudrehen, aber es geht einfach nicht. Ich kann dieses Verhalten voll Ego, Grenzüberschreitung und Manipulation einfach nicht mehr ertragen. Aber dennoch bin ich irgendwie hoffnungslos, denn hier ist nirgends eine Quelle. Und jedes Mal, wenn ich sehe, es ist, als würde sie zwei Schritte, bevor ich da bin, vertrocknen. Oh Gott. Ich versuche mein Leben nice geil zu gestalten, ich meditiere, mache seine Kurse, halte meine Spielfläche währenddessen sauber und dennoch komme ich immer tiefer in die Wüste. Ja, aber wie wir schon von Jesus wissen, ist die Wüste begrenzt, ne? Und und das hat damals schon mein Ausbilder mal gesagt, also so dieser Schritt von dunkle Nacht der Seele, es wird manchmal auch zu dieser Phase gesagt, in der du da bist, und weiß ich nicht, Erleuchtung oder sagen wir mal, ist jetzt ein großes Wort, aber inneres Glück finden, der kann ganz kurz sein und das kann sich von einem Tag auf den anderen, können sich ganz viele Sachen ändern. Und ja, wie das so ist in der Wüste, es bringt nichts umzukehren oder so, sondern du kannst die Wüste nur durchqueren und sie ist endlich, ne? Und aber klar, ich verstehe das total, das ist ätzend, mach mal weiter deine Dankbarkeitsübungen, so, das ist ja wahrscheinlich auch die Selbstliebe-Challenge. Würde ich auf jeden Fall weitermachen. Das ist ganz wichtig, dass man sich aufs Positive fokussiert und ja, nice, geiles Leben auch. Und einfach dir sagen, es ist endlich. Vielleicht wäre auch der Manifestationskurs was für dich, aber ich verstehe, ich kann das, fühle das total, was du hier beschreibst. Ja. Aber meiner Ansicht nach ist es alternativlos. An dem Punkt, wo du jetzt bist, das ist wie mit Kolumbus, ne? Das ist auch mal gerne eine Metapher, die ich immer gerne nehme. Wenn Kolumbus nach irgendwo hinsegelt, nach Westen, er weiß nicht, was kommt. Das Meer ist die Wüste sozusagen, der Ozean, der weite Ozean. Was soll er da machen? Soll er jetzt nach einem Monat umkehren, während er weiß, dass unter Umständen jeden Tag kommt Indien, wie er dachte? Oder soll er weiter segeln? Es ist alternativlos. Du kannst irgendwann nicht mehr umkehren, weil dann der Weg, also erstmal hast du nichts gewonnen, bist nur einmal hin und her gefahren und dann ist der Weg unter Umständen weiter als ans Ziel, so, ne? Und das sagen viele, sagen, dass so ein Umschwung dann so plötzlich kommt, dass sie sagen, wenn ich das gewusst hätte, dass der schon so nah ist, hätte ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Vielleicht hilft dir das auch. Ja. Gut, in diesem Sinne, hoffe, es hat dich ein bisschen aufgebaut und lass mir gerne ein Like da, ein Abo oder vielleicht sogar eine Kanalmitgliedschaft und wir sehen uns bald wieder.